Liebes Publikum, mein Name ist Geraldine. Ich spiele Soloflöte im Orchester Collegium Musicum Basel. Ich bin heute im Musicaltheater zusammen mit unserem Chefdirigenten Johannes Schläffli, um Ihnen kurz das Programm unserer nächsten Saison vorzustellen. Die Saison 2019-2020 ist unsere letzte Saison hier im Musicaltheater. Und ich denke, dass viele von Ihnen sich freuen werden zu wissen, dass das Collegium Musicum Basel ab August 2020 wieder im Musiksaal des Stadtcasinos Basel auftreten wird. Die Saison eröffnet am Freitag, 20. September um 19.30 Uhr mit einem schönen klassischen Programm, welches vom James Lowe dirigiert wird. Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn sehr gut. Er ist ein guter Freund und Kollege von mir. Seit einigen Jahren ist er auch mein Kollege bei einem meiner Meisterkurse für junge Dirigenten und Dirigentinnen. Und wir haben uns vor mehr als 20 Jahren kennengelernt. Er war ein junger Student, ich ein damals noch unerfahrener junger Lehrer. Und wir haben uns gut verstanden, sind immer in Kontakt geblieben. Ein toller Musiker, sehr feinfühlig, feinsinnig, mit viel Humor, englischem Humor. Ich bin sicher, das Kollegium wird sehr gern mit ihm zusammenarbeiten. Ich freue mich besonders auf die Rossini-Ouvertüre Barbiere von Sevilla, bei der die Bläser viel zu tun haben, und auch die vierte Mendelssohn-Sinfonie in A-Dur. Zum Beispiel im dritten Satz spielen die zwei Flöten ein wunderschönes, langes Solo. Und der letzte Satz, der Saltarello, ist superschnell, tänzerisch und virtuos für das ganze Orchester. Also mit diesem Programm wird die neue Saison mit Schwung und Leidenschaft starten. Das zweite Abonnementkonzert, welches am Sonntag, 3. November um 17.30 Uhr in der Martinskirche in Basel stattfindet wird, wird wieder mit dir am Pult dirigiert. Du wirst unser Publikum, die norwegische Sopranistin Trine Wilsberg-Lund, vorstellen. Kannst du uns zwei Wörter über sie sagen? Ich habe sie kennengelernt in Mannheim bei meiner Arbeit mit dem dortigen Orchester, und sie hat mich einfach sehr, sehr überzeugt als eine Sängerin von großer Gestaltungskraft mit einer sehr reinen Stimme. Und gerade für das Exultate von Mozart fand ich, das passt wunderbar. Mhm. Ich freue mich auch bei diesem Konzert, dass wir wieder mit einem Chor zusammenarbeiten, mit der Münsterkantorei, und zum Schluss des Konzertes das Gloria von Boulenc, das eben auch eine Sopransolistin noch hat, zusammen aufführen. Im ersten Programmteil spielen wir von Schubert zwei Werke, ein sehr bekanntes, die Unvollendete, die ja, kann man sagen, vollendet ist mit den zwei Sätzen, die wir haben, die so ein abgerundetes Kunstwerk bilden. Aber Schubert hat in seinen allerletzten Wochen noch an einer Sinfonie gearbeitet, die nicht fertig wurde. Man hat die Skizzen, und man kann von einem ersten Allegro-Satz kann man eine Rekonstruktion machen aus diesen Skizzen. Und das werden wir zu Beginn des Konzertes spielen. Und ich glaube, das wird eine ganz interessante Gegenüberstellung, weil das ist dann wirklich eine unvollendete Sinfonie. Im dritten Abonnementkonzert ab 7. Februar 2020 werden wir wieder die Preisträger des ARD-Wettbewerbs begleiten. Johannes, weißt du schon, welche Instrumente dieses Jahr vorkommen? Ich weiß, dass sowohl Klarinette wie auch Fagott und auch Schlagzeug im Wettbewerb dabei sind. Ich bin sehr gespannt, was es für ein Programm wird. Vielleicht einmal ein Schlagzeugkonzert, wer weiß. Aber es gibt auch viele schöne für Klarinette und für Fagott. Wir werden sicher ein schönes Programm finden. Das vierte Abonnementkonzert vom 27. März 2020 wird wieder mit einem tollen Solist stattfinden. Das ist der Cellist Maximilian Hornung. Was ist das Programm? Was wird er spielen? Ich kenne Maximilian auch schon lange. Wir hatten schon verschiedene Konzerte zusammen, und beim letzten Konzert hat er dieses Stück von Asarashvili gebracht für Cello und Streicher. Ja. Und es ist ein georgischer, zeitgenössischer Komponist. Er kennt ihn, hat auch mit ihm zusammengearbeitet, und wir haben das Stück auch schon aufgeführt zusammen. Und ich finde es ein
wirklich sehr, sehr eindrückliches Stück. Die Musiksprache ist sehr gut verständlich, erinnert ein bisschen an Schostakowitsch manchmal, manchmal auch ein bisschen an Debussy. Und das Cello ist in einer Art verwendet, die für Maximilian sehr gut ist. Er kann da wirklich seine Qualitäten, seine Intensität, seinen intensiven Ton und die Gestaltung, die er zu bieten hat, kommen wunderbar zur Geltung. Und das wollte ich gerne wieder mit ihm spielen. Ja. Und wir haben dann gesagt, wir kombinieren es mit einem bekannten Cellokonzert, Schumann. Zu Schumann passt ganz gut Mendelssohn, die haben sich gut gekannt. Wir beginnen das Konzert mit der Hebriden-Ouvertüre. Gibt es auch ein schönes Flötensolo am Schluss noch. Und wir beenden dann das Programm mit tänzerischer Musik, auch eher aus östlicher Richtung, also von Kodály die Tänze aus Galanta und von Brahms die ungarischen Tänze. So macht dann Brahms als Deutscher ein bisschen den Bogen in diese mehr östliche Region und so gibt da, wir haben dann das Programm Westöstlichen Divan genannt. Bei dem 5. Abonnementkonzert am 15. Mai 2020 haben wir das große Vergnügen, den türkischen Pianisten und Komponisten Fazıl Şay zu begrüßen. Er war schon bei uns in 2016. Was wird er wieder mit uns spielen? Da freue ich mich ganz besonders und bin auch wirklich stolz, dass wir ihn mit diesem Programm hier in Basel präsentieren können. Nämlich spielt er das Schumann-Konzert, das er vorher nicht im Repertoire hatte. Das hat er auch noch nie in Basel gespielt. Das spielt er vor der Pause und nach der Pause eine Komposition von ihm selber. Das ist Silence of Anatolia, eine, kann man sagen, Klangfarbenkomposition, bei dem er am Klavier zum Teil auch, wenn er in die Saiten greift, ganz spezielle Klänge macht. Ein sehr suggestives, meditatives Werk, das dann in einem Mittelteil dann auch sehr rhythmisch wird, kurz, und dann wieder ganz meditativ. Und ich finde, dass es ein Werk ist, das ihn in der Union als Musiker und als Komponist wirklich wunderbar zeigt. Und dass wir das mit ihm hier in Basel machen dürfen, freue ich mich sehr. Und ich glaube, das ist wirklich ein Abend nicht zu verpassen, wenn man Fazıl Şay so in zwei verschiedenen Funktionen mit zwei verschiedenen Werken erleben darf, mit uns zusammen. Das letzte Abonnement der Saison 2019-2020 wird am 26. Juni für das letzte Mal hier im Musikaltheater Basel. Johannes, was wird das Programm? Das wird ein richtiges Sommerprogramm. Ein toller Solist, Benjamin Schmid aus Salzburg, mit dem ich auch schon mehrfach zusammengearbeitet habe. Er wird das Brahms-Konzert spielen vor der Pause und nach der Pause spielen wir von Dvořák die 8. Sinfonie. Was ist daran so sommerlich? Beide haben in den Sommermonaten in den Bergen, Brahms am Wörthersee und Dvořák bei sich zu Hause auf seinem Landgut in Tschechien, haben diese Stücke komponiert und man hört es beiden Stücken an. Das ist heiter, sommerlich, naturverbunden. Bei Dvořák die Vogelstimmen und die Waldmusik und dann am Schluss dieses fröhliche Treiben im Schlusstanz. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes Programm für den Sommer. Leicht und zwei sehr bedeutende Komponisten, die befreundet waren. Und ich glaube, dass wir uns damit dann sehr würdig aus diesem auch würdigen Raum Musical Theater verabschieden können. Und auch ich freue mich, wenn wir dann wieder ins Casino zügeln können. Die neue Saison mit dem CMB verspricht spannend zu sein. Und wir hoffen sehr, liebes Publikum, dass Sie uns besuchen werden. Natürlich können Sie auch alle Informationen zu den Konzerten und noch viel mehr auf unserer Webseite www.collegiummusicumbasel.ch finden. Nun, Johannes und ich wünschen Ihnen einen schönen Sommer.
Danke, dass Sie uns treu bleiben. Bis bald mit dem Collegium Musicum Basel. Auf Wiedersehen sehr bald hier im Musical Theater. Wir freuen uns auf Sie.